Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Money Walk Episode 4. Mein Name ist Sandra Stella Triebel, ich bin Medienunternehmerin und Anlegerin und ich habe mir 4 Bankerinnen an die Seite geholt und ich laufe mit ihnen vom Bahnhof in Zürich zum Paradeplatz und rede über Finanzfragen für Fortgeschrittenere. Heute habe ich mir die wunderbare Jamie Freiholdröse und die Stella Wolfsgruber hergenommen, denn wir sprechen über ein heißes Thema, über Inflation. Kommt zu mir! Wir reden über Inflation. Immer über Inflation. Da kriegt man gleich die Krise, oder? Wenn man nur das Wort schon im Mund nimmt. Es gibt, glaube ich, kaum so ein heiß diskutiertes Finanzthema wie Inflation. Also jetzt setzen wir vielleicht mal kurz die Basics. Was ist Inflation? Also sehr in der Basis gesagt, ist es eine Situation, wo Geld immer weniger Wert hat und Dienstleistungen und Konsumgüter immer mehr kosten. Oder wo ich für mein Geld, das ich verdiene, immer weniger kriege. Jetzt haben wir definiert, was es ist. Jetzt wird ja sehr häufig gefragt, wieso passiert das? Und da gehen auch die wissenschaftlichen Meinungen auseinander. Ich meine, wir sind keine Wissenschaftler, deswegen müssen wir uns da jetzt nicht zu sehr reinbewegen in dieses Thema, weshalb und warum. Aber trotzdem, es wird sehr viel gesprochen darüber. Liegt es an der Gelddruckpolitik der EZB, der Nationalbank und so weiter und so fort? Oder liegt es an solchen Umständen wie eben Ukraine-Krieg? Könnt ihr da ein bisschen was sagen? Im aktuellen Umfeld ist es, wo wir uns jetzt bewegen, ein Misch oder ein Mix aus allem. Ich glaube, gestartet hat es sicher mit Nationalbankpolitik, Negativzinsszenarien über Jahre hinweg. Die Leute haben gar nicht mehr gewusst, wo sie hin sollen mit ihrem Geld. Das Geld war so günstig, wurde sehr viel gedruckt. Dann kamen Lieferengpässe durch Corona-Situationen, durch gewisse geopolitische Situationen, die wiederum die Nachfrage exponentiell erhöht haben nach gewissen Gütern. Und das ist das menschliche Verhalten. Wenn ich kein Toilettenpapier mehr haben kann, was mache ich? Ich kaufe 2 Pack anstatt nur 1. Und das bezieht sich ja auf das ganze Konsumverhalten. Das setzt die Inflation natürlich weiter unter Druck. Und dann haben wir jetzt dieses Jahr diesen Ukraine-Krieg erlebt, der natürlich gerade in Europa die Situation nicht verbessert hat. Also auch im Energiebereich inflationäre Szenarien erhöht hat. Ja, genau. Eben, es ist wie vieles im Leben eigentlich ein Kaleidoskop, oder? Es gibt verschiedene Gründe und wir haben ja in einer der ersten Moneywalk-Episoden schon darüber gesprochen. Das Leben ist sehr komplex geworden und entsprechend gibt es auch ganz viele Bestandteile der Geldtheorie, die gar nicht mehr so stimmen können, weil eben alles viel komplexer geworden ist und weil viel mehr Variablen zurzeit wie außer Balance scheinen. Oder kann ich das, ich bin ja kein Profi auf dem Gebiet, habe ich mich halbwegs klar ausgedrückt? Ja, ich sehe das grundsätzlich auch so. Ich kann da natürlich nur übereinstimmen mit dir. Ich glaube, wichtig ist es für Privatinvestorinnen und Privatinvestoren, sich gar nicht zu fest in diesen ökonomischen Debatten zu verlieren. Weshalb haben wir jetzt Inflation? War es jetzt die Schuld der Zentralbanken? War es die Schuld von Russland? Das kommt am Ende des Tages. Der Mensch mag es, wenn er eben als Schuldigen bezeichnen kann. Das mag sein, aber ich glaube, wir schauen hier die Investitionsseite an. Und ich glaube, die Frage sollte sein, wir haben Inflation, vielleicht muss man sich auch überlegen, woher nehmen wir die Inflationszahlen, wie werden diese geschaffen? Ich glaube, das ist auch noch relevant, dass wir uns überlegen, mit was für Daten arbeiten wir überhaupt? Und dann aber noch wichtiger ist es, zu entscheiden, was mache ich jetzt damit? Ich glaube, diese zukunftsorientierte Perspektive ist für Privatinvestorinnen und Investoren fast der relevanteste Punkt. Wir haben jetzt diese Situation. Es ist keine schöne Situation, aber wie kann ich mich am besten aufstellen, dass ich so wenig wie möglich davon getroffen werde? Aber lass uns noch mal kurz darüber sprechen, wie Inflation gemessen wird, weil da gibt es ja auch sehr große Diskussionen im Internet, auf YouTube und auf den vielen, vielen Plattformen darüber, wie wird sie gemessen, weil das hat sich ja auch verändert, dieser sogenannte Warenkorb, ja, genau. Den man da zusammenstellt. Ja. Was ist das? Also in der Schweiz erhebt das Bundesamt für Statistik die Zahlen, und zwar geht es hier um den LIK, den Landesindex für Konsumentenpreise. Und das ist eigentlich so, dass das Statistikbüro, die haben einen Warenkorb, der so gut wie möglich, so nah wie möglich ein durchschnittliches Haushaltsbudget in der Schweiz abdecken sollte.
Natürlich ist das so, dass das nicht perfekt gemacht werden kann. Es ist immer nur eine Annäherung an die Realität. Also einerseits spricht man hier von durchschnittlichen Haushaltsbudgets. Also das heißt, jemand, der jeden Tag 1,5 Stunden mit dem Auto ins Geschäft fährt, ist da vielleicht anders von Inflation betroffen, wie jemand, der 10 Minuten mit dem Velo gehen kann. Also das heißt, das muss man im Hinterkopf behalten, dass je nach Haushalt man den Durchschnitt allenfalls nicht genau abdeckt. Und da muss man natürlich auch sehen, dieser Index wurde, glaube ich, 1922, also etwa vor 100 Jahren, ins Leben gerufen. Und der wurde circa 10-mal überarbeitet. Und wann wurde das letzte Mal überarbeitet? Das letzte Mal wurde er 2020 überarbeitet. Und die nächste Überarbeitung ist im 2025 geplant. Das heißt, früher hat es gereicht, wenn man den alle 15 bis 20 Jahre angepasst hat, weil es einfach weniger schnelle Veränderungen gibt. Heutzutage passt man den alle 5 Jahre an, was viel häufiger ist. Aber natürlich noch immer nicht perfekt. In 5 Jahren kann auf technologischer Seite sehr viel passieren. Genau, und deshalb etwas anderes ist auch ein bisschen die psychologische Falle, dass wenn ich alle 2 Tage Gemüse kaufe und das Gemüse teurer wird, dass mich das dann vielleicht mehr, dass mir das mehr auffällt, wie zum Beispiel, wenn ein Auto teurer wird oder ein Computer oder sogar günstiger wird, was ich aber nur alle paar Jahre anschaffe. Also das heißt, auch das persönliche Empfinden von Inflation kann da stark abweichen, je nachdem, was ich wie oft kaufe. Und dann ein anderer Punkt, der auch sehr relevant ist jetzt mit der ganzen Situation in Osteuropa, ist, dass die Inflation zum Teil sehr stark von kurzfristigen Schwankungen beeinflusst wird. Also das heißt, es gibt auch die Kerninflation, wo Güter, die starken kurzfristigen Schwankungen unterlegt sind, wie zum Beispiel Energiepreise, Nahrungsmittelpreise, rausgenommen werden. Es ist aber so, die Zentralbanken und die meisten Bürger orientieren sich grundsätzlich an der Gesamtinflationsrate. Die Kerninflationsrate zeigt aber ein bisschen mehr eine lineare Entwicklung ohne diese extremen Sprünge. Ich glaube, was man auch noch anfügen kann, Klammer auf, ohne dass es jetzt zu deprimierend wird, ist, dass natürlich unsere Gesellschaftsschichten unterschiedlich von dieser Inflation betroffen sind. Und ich glaube, das ist das, was du auch erwähnt hast, dass es nicht nur der Durchschnitt wird gemessen und eben vielleicht die unteren Gesellschaftsschichten sind natürlich viel stärker davon betroffen. Das darf man nicht vergessen. Da schmerzt es viel mehr, dass das Gemüse mehr kostet. Und ich denke, das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Und in der Schweiz sind wir in einer sehr, sehr privilegierten Situation. Wenn man uns vergleicht mit Europa und den USA, haben wir mit rund 3% verhältnismäßig noch eine sehr gute Situation. Also es geht uns eigentlich hier in Europa und in der Schweiz noch sehr gut. Wenn ich schaue mit in den USA und Europa, sind die Zahlen doch schlechter. Absolut. Vielleicht muss man da noch schnell einhängen und ergänzen, das Zielband der Zentralbanken, die Aufgaben der Zentralbanken ist ja die Preisstabilität und zu schauen, dass die Inflation nicht zu stark wächst und auch das Gegenteil von Inflation, dass wir auch nicht zu viel Deflation haben, das wäre auch nicht gut. Aber das Ziel ist ja 2%. Also obwohl wir 50% darüber liegen, worüber wir liegen sollten, kann ich dir nur beistimmen, dass wir in der Schweiz in einer sehr guten Position sind im Vergleich zum angrenzenden Ausland und auch im Vergleich zu Amerika. Nur kurz erklärend, wieso ist Deflation nicht gut? Eine Wirtschaft? Deflation ist, wenn das Geld immer mehr Wert hat. Und grundsätzlich muss eine Wirtschaft, um zu wachsen, braucht sie Konsum, müssen Dinge gekauft werden. Und wenn jeder immer das Gefühl hat, alles wird günstiger, dann fangen die Leute an, Geld zu horten und lassen das nicht mehr in den Wirtschaftskreislauf einfließen. Das ist ein bisschen eine vereinfachte Darstellung, aber ich glaube, es geht darum, für Wachstum braucht es ein kleines Level an Inflation, dass wir wirtschaftlich vorwärts kommen. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, dann ist es auch nicht unbedingt ideal für die wirtschaftliche Situation eines Landes. Danke für die Erklärung. Ich habe Videos kursieren sehen im Internet, auf YouTube, wo man sich episch darüber auslässt, über diesen Warenkorb und wie der zusammengestellt ist. Und da werden Beispiele genannt aus den USA, dass man eben früher zum Beispiel den Preis für ein Steak in diesen Warenkorb gelegt hat und heute für Hackfleisch. Also eigentlich kann man das gar nicht mehr vergleichen. Also vielleicht wisst ihr was darüber, wie die einzelnen Bestandteile aus diesem Warenkorb angepasst wurden? Weil das ist ja dann doch ein bisschen etwas anderes, ja? Also grundsätzlich ist das so, ich bin nicht ein Experte für die Zusammenstellung des Warenkorbes, aber er versucht
den Lebensverhältnissen der Leute angepasst zu werden. Also zum Beispiel, als er Anfang des letzten Jahrhunderts eingeführt wurde, da war eine Nähmaschine im Warenkorb. Weil das war etwas, das ein Schweizer Haushalt hat, eine Nähmaschine, das braucht man, das gehört zum Konsum und das war ein relevanter Preis. Das ist dann rausgeflogen, weil das ist nicht mehr statistisch genug relevant, nicht genug Leute nähen. Und von daher, ja, kann es sein, dass jetzt Leute weniger Steaks essen und mehr Hackfleisch essen. Es ist auch durchaus möglich, dass das Problem ist ja, dass du viel mehr Geld ausgeben müsstest für ein Steak als für ein Hackfleisch. Genau, und so, genau. Verfälschst du dann quasi wie die genau, Inflation. Genau, zu dem wollte ich gerade kommen. Ich möchte nicht abstreiten, dass es nicht auch möglich ist, dass es da gewisse Manipulationen gibt. Wie bei allem muss man sich überlegen, wer sammelt die Daten und wer diese Daten sammelt, was für ein Incentive hat diese Person, hat dieses Unternehmen, hat diese Organisation. Aber ich würde da wieder zurückkommen zu meiner ursprünglichen Eingangsnachricht, dass ich glaube, dass das akademische, philosophische Debatten sind, die man führen kann, die aber jetzt für zum Beispiel eine Zusammensetzung eines Portfolios oder eine Entscheidung, wie kann ich mein Geld am besten anlegen, nicht so relevant ist, ob jetzt da ein bisschen geflunkert wird oder nicht. Das ist meine persönliche Einstellung. Die Leute sehen, ich glaube, wir sind jetzt hier an der sehr hochfrequentierten Bahnhofstraße. Wenn wir hier Leute ansprechen würden, würden wahrscheinlich die meisten übereinstimmen, dass ihre Ausgaben dieses Jahr gestiegen sind. Und ich glaube, das ist relevant, dass die Dinge teurer werden. Wie viele Prozentpunkte jetzt genau sie teurer werden, ich glaube, diese Diskussion kann man getrost den Akademikern überlassen. Klingt gut. Aber jetzt haben wir eben ein bisschen über die Gründe geredet. Das heißt, es gibt sehr viele Gründe für eine Inflation. Aber wie bekämpft man sie denn? Ich glaube, das ist ja schon auch etwas, das kann man kann sie natürlich grundsätzlich jetzt auf den Standpunkt stellen, ist mir wurscht. Ja, wer die bekämpft, warum, wieso, eben die Gründe, ist mir eigentlich egal. Aber es ist ja schon spannend, auch zu wissen, wie bekämpft man sie. Kann ich selber als Anleger, kann ich aber auch als Konsumentin, als Konsument was tun? Also ich glaube, im Moment die Nationalbank, das haben wir alle gesehen. Seit diesem Jahr sind wir aus einem negativen Zinsumfeld wieder in ein positives Zinsumfeld gekommen. Das sind sicher Aktionen, die unsere Nationalbank für uns und unseren Schweizer Franken treffen muss und darf. Das ist ihre Aufgabe. Und auf der anderen Seite die Frage, wie man sich als privater Anleger schützen kann oder was bleibt von der Inflation verschont. Das sind die Realwerte. Was sind Realwerte? Das sind Immobilien, das ist Gold, das sind echte physische Anlagen. Das geht über Autos und Uhren. Mittlerweile redet man ja sogar über Handtaschen, die verrückt an Wert gewinnen. Also das sind alles reale Anlagen, wo man sich dann darin bewegt und wo man sich vor Inflation oder vor der Geldentwertung schützen kann? Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man da sagen, dass viele Leute auch manchmal ein bisschen vergessen, dass das Geld auf dem Sparkonto nicht unbedingt so sicher ist, wie sie meinen, aufgrund der Inflation. Also auch wenn man den gleichen Betrag eben, oder weil vielleicht... Sparen ist ja eigentlich nicht günstig in so einem Umfeld. Genau, das ist richtig. Weil auch wenn man jetzt mittlerweile vielleicht 0,5% Zins bekommt auf ein Sparkonto und vielleicht in einem halben Jahr, einem Jahr noch mehr, da muss man sich immer fragen, was sind die nominellen Zinsen, was sind die realen Zinsen? Und wenn ich 0,5% kriege, aber durch die Inflation mein Geld 3% an Wert verliert, habe ich immer noch 2,5% verloren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um das im Hinterkopf zu halten. Und dann zusätzlich zu den Investitionen, die Stella angesprochen hat, die auf jeden Fall ihre Berechtigung haben und Sinn machen, glaube ich, ist es dort extrem wichtig, dass man wirklich versteht, was man macht. Und dass viele Leute vielleicht auch nicht das notwendige Wissen haben in diesen Bereichen, um wirklich sinnvoll anzulegen. Aber im Grundsatz sind natürlich auch Aktieninvestitionen eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, das die Inflation überbietet. War dieses Jahr natürlich schwierig. Ich glaube, da gibt es wenig Leute, die wirklich positiv das Jahr abschließen werden. Aber im Grundsatz muss man sich überlegen, wie kann ich das Geld schützen oder wie kann ich das Geld aufbauen, weil es auf dem Sparkonto nicht so sicher ist, wie viele Leute meinen. Ist die Devise raus aus dem Bargeld? Also möglichst wenig Cash halten? Oder gibt es doch Argumente dafür, die sagen, doch ein bisschen was in Cash ist gar nicht so schlecht?
Also ich glaube, das hängt extrem stark von der jeweiligen Situation der Person ab. Man braucht natürlich einen gewissen Notgroschen, falls es Rechnungen gibt, die höher sind, als man vielleicht erwartet. Vielleicht braucht man auch für die psychologische Sicherheit ein bisschen Bargeld. Ich glaube, komplett ganz aus dem Bargeld rauszugehen, ist vermutlich in den wenigsten Situationen wirklich sinnvoll. Aber wenn man jetzt einen größeren Betrag auf der Seite hat, von dem man weiß, den brauche ich die nächsten 5 oder 10 Jahre vermutlich nicht, dann macht es sicher Sinn, wenn man da einen Notbatzen auf die Seite legt, dass man den recht investiert in etwas, das hoffentlich einen Return generiert, der höher ist wie die Inflationsrate. Und es gibt Lebenssituationen, wo diese Fragen aufkommen, ne? Erbschaft, Immobilienverkauf etc., wo ich dann plötzlich vor größeren Cashbeträgen stehe und mich das wirklich fragen muss, weil dort ist man dann vielleicht wirklich essentiell davon betroffen, oder? Ich finde es eben auch schwierig, gerade wenn wir sagen 5 bis 10 Jahre, das sind mittlerweile so eigentlich Zeitbegriffe, die so seltsam groß erscheinen, ja? Weil einfach sich so viel so schnell ändert. Die Frage ist ja wirklich, wie macht man das? Was empfehlt ihr jetzt euren Kundinnen und Kunden? Wie viel Anteil im Portfolio wiederum gesprochen? Wie viel Prozent von 100% sollen sie in Cash-Reserven behalten, um liquide zu sein? Also ich denke, das eine ist der Lebensbedarf, der absolut, und da gehören die Steuern dazu, da gehören aber auch eine Kalkulation von außergewöhnlichen oder Möglichkeiten und die Berechnung dieser mit rein. Und dann, wenn man das klassische Portfolio separat betrachtet, weil da gehört dieses Cash nicht dazu, zur Bewirtschaftung vom Portfolio, dann kann man sicher auch von 5-10% Cash nochmal on top reden. Aber ich würde die Haushaltskasse und mein Portfolio in 2 komplett separaten Töpfen betrachten. Weil das eine ist für mich überlebenssichernd. Man weiß nie, vielleicht muss man mal ins Spital, hat unvorhergesehene Arztkosten. Also das darf man ja nicht in die Berechnung vom Cash mit ins Portfolio reinnehmen. Und ich glaube, solche Prozentangaben sind extrem schwierig, weil die finanziellen Situationen sind so unterschiedlich. Wenn jemand Erspartes von 5'000 Franken hat, dann ist die Frage, macht es Sinn, das zu investieren oder macht es mehr Sinn, 100% davon in Cash zu halten? Wenn jemand jedoch 5 Millionen geerbt hat, dann macht es vielleicht Sinn, 95% davon zu investieren. Ich glaube, daher kann man nicht pauschal sagen, so viel Prozent sollte in Cash sein oder nicht. Aber man sollte sich auf jeden Fall reflektiert mit der eigenen Finanzsituation auseinandersetzen und überlegen, wie viel von meinem Vermögen brauche ich wirklich, wie es Stella so schön gesagt hat, für die Existenzsicherung, falls irgendwelche unvorhergesehene Kosten kommen. Und der Rest sollte man investieren in Anlageklassen, die man gut versteht und die potenziell einen Return generieren. Und dort kann man im Moment sicher eine gewisse Teuerung mit reinrechnen. Da werden gewisse Sachen teurer. Vielleicht sollte man im Moment ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben, um sich eben abzusichern, dass gewisse Sachen ein bisschen teurer werden könnten. Man hört ja auch, dass zurzeit viele Menschen US-Dollar kaufen, weil sie sagen, das ist so die große neue Weltwährung. Die gehen jetzt in US-Dollar rein im großen Stil. Da gibt es einiges auf YouTube dazu, zu diesem Thema. Würdet ihr sagen, machen, ein bisschen US-Dollar kaufen oder eher vorsichtig? Als Schweizer, der hier in der Schweiz wohnt, der hier in der Schweiz verdient und auch wieder ausgibt, ist jegliche Fremdwährung an und für sich eine Spekulation und ein Investment. Da muss man sehr vorsichtig damit umgehen. Der Dollar hat gegenüber gerade dem Schweizer Franken die letzten 20 Jahre und weit, weit noch zurück nur verloren. Also das ist year over year eigentlich ein reines Verlustgeschäft gewesen. Es hat natürlich kurzfristige Trends, aber grundsätzlich würde ich davon abraten, sich anderen Währungen zu stark zu exponieren, wenn man hier in der Schweiz lebt und denkt. Jetzt hast du ja bei dir im Unternehmen vor allem amerikanische Kundinnen und Kunden. Was rätst du denen? Das ist natürlich dann die wechselseitige Perspektive. Ich bin ein großer Fan von Diversifikation. Da haben wir in einem anderen Money Walk schon darüber gesprochen. Und von
der US-Perspektive heraus hat der US-Dollar, wie das Stella gesagt hat, eigentlich seit der Einführung an Wert verloren gegenüber dem Schweizer Franken. Der Schweizer Franken ist einer der stärksten Währungen, die es gibt auf der Welt. Und ich glaube, es macht Sinn als Amerikaner, wenn man ein gewisses Vermögen hat, aus der Heimwährung heraus zu diversifizieren. Ich sehe das auch so, dass wenn man Schweizer ist und ein gewisses Vermögen hat, dass es Sinn machen kann, in andere Währungen zu diversifizieren. Vielleicht nicht in den US-Dollar, aber andere Währungen, die potenzielle Aufwertungschancen gegenüber dem Schweizer Franken haben. Aber wichtig ist, das ist dann wirklich ein Investment, das man wie jedes andere Investment analysieren und verstehen muss und das auch gewisse Risiken birgt. Und gerade beim US-Dollar muss man natürlich auch sehen, wir hatten zu Höchstzeiten fast eine Inflationsrate von 10%. Das ist dreimal höher, als was wir hier in der Schweiz haben. Also ich würde da wirklich aufpassen. Und wenn man nicht eine klare Strategie und eine sehr gute Argumentation dafür hat, glaube ich nicht, dass das ein als allgemeiner Investitionstipp gut gilt. Okay, dann zusammenfassend vom vierten Moneywalk zum Thema Inflation. Gibt es sowas wie das perfekte Anti-Inflationsportfolio? So kurz zusammengefasst, gibt es sowas überhaupt oder müssen wir uns von dem verabschieden? Diversifiziert, auf unser erstes Thema zurückgreifend. Ich glaube, das ist das Fundament von jedem gesunden Portfolio in jeglichen geldpolitischen Lagen. Die Langfristigkeit und die Sachwerte, dass man die wirklich im Kopf bewahrt oder dass man nicht plötzlich 90% in Cash ist, wenn man sehr vermögend ist, das ist vielleicht im Moment die falsche Idee. Ja, und darauf aufbauen, auch sagen, die Aktieninvestitionen, die man macht, da gibt es ja auch Branchen und Unternehmen, die haben Preissetzungsmacht und können diese weitergeben an die Konsumenten. Und das macht sicher mehr Sinn wie ein Unternehmen, das diese Preiserhöhungen nicht an ihre Kunden weitergeben kann. Vielleicht ist das auch noch etwas zum Hinterkopf behalten, wenn wir Aktieninvestitionen aussuchen im aktuellen Umfeld. Ein letzter Tipp in die Runde, wenn wir jetzt ein bisschen 2023 anschauen. Da wird einem ja nicht wirklich warm ums Herz bei diesem Thema, oder? Naja, ich glaube, die Chancen darf man auch nicht außer Acht lassen. Auch hier, das war die letzten 2-3 Jahre auch nicht einfach zu investieren, weil es war alles All-Time-High. Und wo soll ich überhaupt einsteigen, wenn alles so teuer ist? Und jetzt gibt es aber vielleicht auch die eine oder andere günstige Opportunität, wieder im Markt einzusteigen. Also ich glaube, das kann man schon so sagen. Absolut langfristige Strategien setzen und sich dann in schwierigen Zeiten auch nicht davon zu fest abbringen lassen, versuchen, die Emotionen draußen zu behalten und sich an diese Strategie zu halten, die man mit einem kühlen Kopf gesetzt hat. Das ist manchmal leichter gesagt als gemacht, aber ein bisschen wenigstens versöhnlich zum Schluss. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitlaufen bei diesem Money Walk. Das war die vierte Episode. Bald geht's weiter mit der nächsten Episode. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke, Jamie. Merci, Stella. Danke dir. Und bis ganz gleich wieder. Tschüss zusammen. Baba. Ciao.